Guten Morgen, Herr Reuter. Niklas, geht's dir gut? Bloß nicht verletzen. Bloß nicht verletzen. Der Dobrodosch. Aaron, wie geht's? Morgen. Oh, Udo Kai ist auch da. Und da ist Jeboa, oder? Kelvin Jeboa. Ja, meine Lieben, ich war wieder beim öffentlichen Training und ich habe es wirklich unglaublich vermisst, da wieder vor Ort zu sein. Und die wichtigsten Infos waren wohl wirklich, Niklas Dorsch hat voll mittrainiert, war wirklich unglaublich freundlich von ihm, hat mich auf dem Radl gesehen von weiter hinten und hat gewunken. Niklas, ganz liebe Grüße. Ja, ich muss ja nicht mehr sagen, wie sehr wir ihn wirklich vermisst haben. Und ich glaube, jetzt ist es auch bei ihm angekommen, dass er für uns unfassbar wichtig ist. Er hat voll trainiert. Ich konnte ihn jetzt nicht fragen oder wollte jetzt auch nicht dazu nervig sein. Die haben ja trainiert, die Jungs. Ob es reicht für Dortmund, es kann gut sein, dass er vielleicht von der Bank kommt, so wäre mein Bauchgefühl. Auf jeden Fall trainiert er wieder voll mit, sah alles richtig gut aus. Und Felix Udokai auch enorm wichtig, na, auch ihn konnte ich ganz kurz fragen, er ist auch ein ganz lieber, kann man immer mal kurz ansprechen, gibt auch ein kurzes Update. Er ist fit, er kann spielen, für mich enorm wichtig. Ich habe im Testspiel wirklich Udokai und Jeff als Man of the Match ja auch gewählt nach Giki. Einfach sehr stabil gewirkt und ich glaube, das wird uns auch erstmal gut tun, wenn wir mit diesen zwei in die Abwehr gehen. Und in Dortmund vor 80.000 fühle ich mich da einfach wohler, wenn der Capitano und Udo das machen. Bei Maxi Bauer, ja, der hat einfach die Hinrunde so viel gespielt, der soll jetzt erstmal wieder langsam reinkommen und ihn werden wir auch sicher noch brauchen. Genau, also das waren wirklich so die zwei erfreulichsten Sachen, dass wir die zwei Jungs, ja, der Dorsch, wie gesagt, weiß ich es nicht ganz sicher, aber ich kann gut vorstellen, von der Bank kann ich mir das und Udokai wird wahrscheinlich auch von Anfang an spielen. Ne? Also er war sehr fit gewirkt, das Sprunggelenk lebt. Ne? Das war mir so mit das Wichtigste. Ansonsten waren unsere ganzen Neuzugänge natürlich da. Ich habe auf alle ein bisschen ein Auge gehabt, aber auf Beljo und Cholina so ein bisschen mit meinem ganz schlechten Kroatisch begrüßt. Ne? Also sind gut angekommen. Und ja, Cardona war da, Jeboa war da, habe ich mich extrem gefreut, einfach mal so ein, ja, er strahlt schon diese Dynamik aus, ne, muss man wirklich sagen, zu sehen und Engels, ne, alle waren vor Ort, war einfach schön, unser Kader hat wirklich, ja, in Breite gewonnen, das hat man auch so von außen gesehen, also es war wirklich sehr viel los, Sergio Cordoba war auch zum Beispiel im Training, Saarrennen, Basé, na, viele Jungs, die ich so jetzt noch nicht so oft gesehen habe, ist einfach sehr voll alles geworden, ne. Ich möchte euch jetzt einfach mal, ich möchte gar nicht so viel reden, im Video lassen, genießt so ein bisschen das Material, ich habe wirklich ganz wenig gefilmt, auch Stefan Reuter, Ströll, also der Pressesprecher, es waren wirklich alle vor Ort, ne? Man freut sich jetzt einfach auf die Rückrunde, es war auch wirklich viel los im öffentlichen Training für unter die Woche und nicht in den Ferien und ich glaube, wir sind alle heiß und einfach jetzt viel Spaß bei dem Video. Euer Dennis, Daumen nach oben, wisst ihr ja Bescheid, wäre super und genießt es einfach. Und ich hoffe, das ist so ein kleiner Heißmacher für Dortmund. Da sind unsere zwei Neuzugänge. Aaron, wie geht's? Morgen. Respekt. Ich sehe dir gleich den Grund, warum ich da hin kann. Okay. Schaut schon wieder sehr gut aus hier beim Niklas Dorsch. Guten Morgen, Herr Reuter. Demirovic. Und da ist Jeboa, oder? Kelvin Jeboa. Ja, Wahnsinn, wie viele neue Gesichter. Mergin natürlich auch nicht zu vergessen. Lex, Mergin auch wieder fit. Am Ball. Ruben. Wir haben schon echt einen großen Kader mittlerweile, ne? Ah, Engels. Oh,
Heißt, schön, alle wieder zu sehen, gell? Ja. Gerade Dorsch, Rennen hast du, ne? Cordoba auch am Start. Belio muss man auch mal drauf tun. Morgen. Niklas, geht's dir gut? Bloß nicht verletzen. Bloß nicht verletzen. Oh, Udo Kai ist auch da. Mein Gott. So schön, wie nah man doch die Spieler an uns ranlässt. Mega. Me wind and rain, you're some kind of bird.